Hallo meine Lieben, hier ist Ali Güngörmüş. Herzlich willkommen in der Pera Kochschule. Kommt rein, ich zeige euch die Kochschule. Schon seit 32 Jahren und in den 32 Jahren habe ich natürlich in sehr vielen diversen Küchen schon gekocht, sowohl in der Profiküche als auch in sehr vielen Haushalten. Und mein Ziel war immer, eine eigene Kochschule zu besitzen. Und dann wollte ich natürlich auch einen Teil von mir der Küche so, oder dem Raum geben. Also ich komme ja aus der Türkei und wollte ich einfach so ein bisschen diesen orientalischen Flair reinbringen. Das heißt, viel Holz, warme Töne. Ich bin ein Gefühlsmensch, ich muss das Zeug anfassen, ob das die Oberfläche von dem Holz ist, von dem Tisch ist oder von der Küche ist. Ich muss mich immer mit dem Produkt muss ich eins sein und dann fühle ich mich wohl. Ja, das waren für mich so die Hauptkriterien. Ich habe gesagt, ich möchte auf jeden Fall eine Kochinsel haben. Ich möchte gute Materialien haben. Ich möchte viel Stauraum haben. Ich möchte, wenn ich meine Kochkurse halte, um Zeit zu sparen, schnell an die Sachen herankommen. Deswegen waren mir zum Beispiel diese englischen Auszüge wahnsinnig wichtig. Ich bin jetzt, sage ich jetzt mal, was die Körpergröße angeht, nicht so groß. Mir war wichtig, dass ich eine angenehme Arbeitshöhe habe und mir war auch wichtig zum Beispiel, dass der Ofen auf Augenhöhe ist, weil wenn ich mit den Kochkursteilnehmern arbeite und denen was erkläre, möchte ich gleichzeitig auch wissen oder sehen, was im Ofen passiert. Eine hochwertige Arbeitsplatte. Stauraum ist für mich wahnsinnig wichtig. Ich finde es immer schön, wenn Teil offen ist und Teil nicht offen ist, weil du willst, es gibt auch Sachen, wo du sagst, okay, das verstaubt sehr schnell. Was eine Küche sehr ästhetisch macht, finde ich auch Licht. Ich bin zum Beispiel ein Lichtfanatiker, ja. Deswegen war es mir hier wichtig, an dem Wandregal unten drunter so eine indirekte Beleuchtung zu haben. Wir leben schon, sage ich jetzt mal, in einem Land, wo wir uns alles mehr oder weniger leisten können oder sehr vieles leisten können. Und manchmal auch dieses Thema Nachhaltigkeit in den Jahrzehnten davor auch, ja, sage ich jetzt mal, vergessen haben. So wie ich gelebt habe, ich bin in Ostanatolien ja geboren und habe auch bis zu meinem 10. Lebensjahr dort verbracht. Und wir haben immer nachhaltig gelebt. Also kurze Wege, alles, was die Region hergibt, versuchen einzubauen. Mir ist wichtig, dass es uns einfach bewusst ist, dass auch die Ressourcen sind irgendwann weg, sage ich jetzt mal. Es ist nichts unendlich. Deswegen ist es mir zum Beispiel bei einer Küche wichtig, wenn es geht, made in Germany. Wenn es geht, lieber in gute Qualität investieren und dafür länger was davon haben. Überlegt einkaufen, nicht zu viel einkaufen und am Ende dann das nicht verzehren und dann wegschmeißen. Einfach Mut haben, wenn man was kochen möchte, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt eine Tomate, Fenchel oder irgendwas anderes, aber eigentlich passt es nicht zusammen. Probiert doch mal aus, vielleicht passt es, vielleicht kommt da irgendein besonderes Gewürz rein oder ein Kraut rein, vielleicht kommt am Ende was Gutes raus. Und was auch wichtig ist, kauft doch einfach saisonell ein. Wir haben 4 Jahreszeiten und jede Jahreszeit hat Obst und Gemüse, je nachdem, was es halt ist, kommt auf den Markt, ist es auch günstiger. Meistens ist es aus der Region und das ist für mich Nachhaltigkeit in der Küche. Es kommt nicht jedes Lebensmittel in den Kühlschrank. Tomaten zum Beispiel kommen nicht in den Kühlschrank. Ja? Zwiebeln müssen auch nicht. Kartoffeln müssen auch nicht. Kartoffeln kann man wunderbar im Keller lagern, zum Beispiel. Also solche Sachen einfach drauf gucken und das ist für mich Nachhaltigkeit. Und auch mal zum Beispiel, es geht schon beim Einkaufen los. Man muss nicht mit einer Plastiktüte einkaufen gehen. Kauft euch zum Beispiel so ein Netz,
Ja, es gibt so ein Einkaufsnetz. Wir sind da immer mit einkaufen gegangen in Ostanatolien. Ich bin einer, ich weiß ganz genau, rechts oben in der Schublade zum Beispiel ist das Besteck oder links oben ist das Messer. In der Mitte sind die kleinen Messer und so weiter. Also es ist ja wurscht, wie man sich selber organisiert, aber Organisation ist wahnsinnig wichtig. Was auch noch wichtig ist zum Beispiel sind die Schubläden. Also ich möchte meine Töpfe in den hohen Schubladen, sage ich jetzt mal, unterbringen, die Pfannen in ein bisschen flacheren. Also diese verschiedenen Höhen, das ist mir zum Beispiel wahnsinnig wichtig. Viele haben auch einen Messerblock zum Beispiel zu Hause, aber ich habe hier in meiner Kochschule eine große Schublade und da liegen meine Messer schön nebeneinander, weil ich einfach, wenn ich dann damit arbeite, möchte ich die Schublade aufmachen und dann einfach sehen, welches Messer und dann, damit ich mich auch nicht schneide, einfach das Messer nehmen, das gewünschte Messer, um damit zu arbeiten. Ich bin ein Ästhet, ich brauche da eine Ordnung. Und deswegen war es mir wahnsinnig wichtig, dass ich auch die Flexboxen habe. Dass ich da zum Beispiel Servietten, dass ich da zum Beispiel Gewürze verstauen kann. Wenn ich jetzt die Schublade aufmache, dass die Gewürze mir hin und her rollen, das finde ich furchtbar, wenn ich in so Privatküchen bin und dann eine Schublade aufmache und da liegen die Gewürze zum Beispiel so unorganisiert rum. Das mag ich zum Beispiel nicht. Wenn ich da mal für 4-5 Personen koche, dann ist da ein Chaos und dann habe ich keine Lust mehr zu kochen. Also wenn du organisiert bist oder wenn du Ordnung hältst, dann macht es auch viel mehr Spaß zu kochen und auf der anderen Seite sparst du auch Zeit. Und ich würde es bei der Küchenplanung so machen, okay, was sind denn meine Vorlieben? Was esse ich denn gerne? Koche ich viel Pasta? Brauche ich oft die Pfanne oder brauche ich viele Töpfe und so weiter? Würde ich auch die Küche so konzipieren, dass die Laufwege kurz sind oder kürzer sind. Eine Küche sollte unbedingt benutzt werden. Es ist kein steriler Ort. Es ist ein Ort, wo was entstehen soll. Ja? Und gutes Essen gibt dem Ganzen oder uns Kraft und Energie. Und ganz, ganz wichtig, es tut der Seele sehr gut.